Ich habe den Knopf gedrückt. Es passiert nichts. Hallo und herzlich willkommen zurück, beziehungsweise zurück zu Let's Play Minecraft, aber zu Let's Play Minecraft Escape the Room. Und zwar ist das die nächste Adventure Map, an die wir uns wagen, und ich hoffe, dass diese wenigstens besser ist als Skylayer. Und wie immer, das hier nicht beachten. Alte Erasers. Welcome to Escape the Room. Click the button to begin. Dann wollen wir das doch auch mal machen. Und ich. Dein Spielmodus wurde auf Überleben aktualisiert. Welcome to Escape the Room. Your objective is to escape this room. Ja, das habe ich mir wahrscheinlich schon gedacht. Do not break any block. Except for pistons. Pistons can be broken and placed as many times as needed. Was? Achso. Buttons can be placed on diamond blocks. Levers can be placed on. Was steht da? Gold blocks oder was? Ich kann das so schlecht lesen. Doch, Gold blocks. Pistons can be placed on iron blocks. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Oder konnte man noch umblättern? Nee, es gibt keine mehr Seiten. Gut. Hiermit macht man nur Licht. Also der Sinn dieses Modus ist, hat sich gerade der Holzblock verändert? Oder war der eben schon so? Egal. Der Sinn dieses Modus ist, aus diesem Raum hier zu entkommen. Wir sehen einen Fernseher und es ist verboten, irgendwelche Blöcke abzubauen. Was ja eigentlich auch logisch ist, hier ist ein Amboss, kann man aktuell noch nichts dran machen. Licht an. Hier ist eine Tür. Komme ich nicht durch. Ach so, Levers can be played. Aber ich darf keinen Hebel abbauen. Also, hier ist eine Truhe. Eichenschalter. War da noch irgendwas hinter? Wahrscheinlich geht es da nach draußen. Gegenstandstrichter, okay. Verstehe. Nee, verstehe irgendwie nicht. Ich dachte, kann platziert werden auf Diamantblöcken. Sonst ist hier nichts in der Truhe und dahinter ist auch nichts außer irgendwie Wiese oder was das sein soll. Ach so, mein Handy. Ich dachte gerade, was ist das denn? Irgendwas hinter dem Bild, was ich übersehe. Nichts. Sonst irgendwas? Ich bin irgendwie überfragt. Darf ich den Block denn wieder abbauen? Ich meine, es ist ja mein Knopf. Can we place on diamond blocks? Habe ich gedrückt, ist nichts passiert. Ich mache das Licht mal wieder an. Ich kann doch einfach so machen und dann komme ich hier durch. Congrats, you escaped the room. Follow me, Twitter, bla bla bla, for all my maps and future maps made by Jessica. Ist das jetzt ein Witz? Entschuldige, ich will ungern deine Blöcke zerstören, aber ich kann das jetzt gerade nicht ganz. Wieso ist hier Holz?
Hier steckt doch viel mehr hinter, als das Endergebnis dann ist, oder? Du kannst mir nicht erzählen, dass es nur diesen einen Raum gibt. Ich glaube nicht, dass das der Sinn war, dass man, entschuldige für die Zerstörung dieses Hauses, ich glaube nicht, dass das der Sinn war, dass man einfach nur den Knopf da dran setzt und dann hier in diesen Raum kommt. Und ich weiß, das ist nicht richtig repariert, aber ich will jetzt erstmal überprüfen, warum hier nichts. Okay, stopp. Ich habe gewusst, hier ist was faul. Hä? Oder doch nicht? Hier ist nichts hinter, hier ist auch nichts hinter. Also, hä? Ich will wissen, was hier hinter ist, hinter dem Knopf, sonst werde ich wahnsinnig. Jetzt komme ich nicht hier durch. Das Bild geht jetzt eh kaputt. Oder ich baue einfach das ab. Okay, das Bild ist schon kaputt, also von daher. Was ist da für ein Kommando? Warum kann ich nicht darauf zugreifen? Ich drücke den Knopf. Da, das ist der Diamantblock. Da habe ich auch schon drauf gedrückt. Da ist ein Trichter. Da ist ein Knopf drin. Irgendwie war die Map, glaube ich, noch nicht so ganz durchdacht, ne? Weil hier, das ist ja. Das ist total verwirrend und funktioniert nicht so, wie es sollte. Tut mir leid. Dann breche ich die Folge hier an dieser Stelle ab oder ich mache einen Schnitt und wir sehen uns in der zweiten Map wieder. Bis dahin. Sag ich erstmal bis gleich nach dem Cut. So, ich bin nach einem Cut wieder da. Und zwar jetzt, wie ihr oben in der Ecke seht, Escape the Room 2. Welcome to Escape the Room 2. Press the button to get the rule block. Und ich hoffe, dass mich. Press to teleport to the room make. Ach, das haben sie hier schon mal verbessert. Ne? Ach, das funktioniert ja wenigstens so. Wie. Ich will mir das. Ah. Willkommen zu Escape the Room 2. Your only goal is to escape the room through the iron doors. Da ist schon eine Mehrzahl. Levers can be placed on gold blocks or redstone. Buttons can be placed on diamond blocks. Pistons can be placed on iron blocks. Verstehe. The only blocks that can be picked back up are pistons. You can place and pick up pistons as many times as needed. Okay, die anderen darf man also eigentlich nicht wieder aufheben. Okay. Press to teleport to the room. Und ich hoffe, dass diese Map mich mehr überzeugt als die erste. Hier brennt. Wenn die Bude hier abbrennt, finde ich es irgendwie lustig, aber ich glaube eher weniger. Ist da was hinter, das tut weh. Aua, nein, da ist nichts hinter. Hier ist nichts. Doch, da ist ein Knopf, aber den drücke ich mal noch nicht. Hier ist kein Knopf.
Hier ist auch nichts. Ist hier noch ein Knopf? Nö. Hier auch nicht. Hier kommt man gar nicht erst rein. Okay. Dann ist das ja gut, dass ich den gefunden habe. Ist damit gerade hier ein Goldblock freigelegt worden oder war der eben schon frei? Ich habe aber sonst nichts im Inventar. Hat sich irgendwas getan seitdem? Es kann ja nicht sein, dass ich einen Knopf drücke und da passiert nichts. Ne, hier ist ja der Knopf, ich lasse die Tür mal offen. Sonst ist hier nirgendwo irgendwas. Ich habe den Knopf gedrückt. Es passiert nichts. Hier fehlt Teppich. Entschuldigung, ich brenne. Ich darf nichts abbauen. Ich habe hier nochmal die Regeln. Hebel können platziert werden auf Goldblöcken. Hebel haben wir keine. Kamin. Nichts versteckt. Auch nicht da oben. Decke ist gleichmäßig. Die hier gehen nicht auf und hier ist ein Goldblock. Ein Goldblock einfach so. Und ein Knopf. Das war eben noch nicht. Kann ich bitte nochmal diesen Knopf drücken? Sich irgendwo jetzt was verändert wieder? Weil der Knopf, der da gerade war, der war ja vorher nicht da. Nein, hier hat sich nichts und hier war ich ja eben. Okay, was ist hier? Hier ist ja nichts. Ich weiß nicht, ob sich hier irgendwo was getan hat. Nicht rein. Ist jetzt irgendwo noch was? Ah, hier ist jetzt auch ein Loch. Aber da fehlt ein Knopf. Das ist interessant. Hier ist ein Knopf, aber da passiert nichts. Wieso hat es jetzt gemut? Hier ist kein Knopf mehr. Entweder blicke ich da nicht durch oder ich will da nicht durchblicken. Nee, da ist kein Knopf. Ich bin gerade am Überlegen, ich bin ja mit dem Handy gerade ausgeloggt worden, Leute. Bin am Überlegen, ob ich nicht im Handy im internen Knopf besitze. Okay. Ja, der ist jetzt leer. Ich bin gerade am Handy am Fummeln.
um zu gucken, ob ich nicht gerade mit dem Handy dahin komme. Aber am Handy ändert sich auch nichts. Ihr bekommt jetzt wahrscheinlich eine extra Aufnahme eingespielt. Ich muss nämlich mal gerade hier gucken. Am Handy sieht man noch weniger. Aber hier ist auch die Lücke, aber kein Knopf. Ich meine, warum sollte sich hier dann was ändern, ne? Hier ist ein Knopf. Nichts. Hier ist auch nichts. Ja doch, den hatte ich ja gedrückt. Passiert ja sonst nichts. Habe ich wirklich nichts im Inventar? Nein. Tatsächlich überhaupt nichts. Toll, jetzt kann ich das nicht schließen. Doch, kann ich doch. Muss man wieder da hochschieben. So. Und, sonst. Aua, ja, das tut trotzdem weh. Kann ich bitte mal. Hä? Hier hat sich ein Block verändert. Schalkerkiste. Ist nichts drin. Ich wechsle wieder zur PlayStation. So, mal kurz hier rausgehen. Ja, komm. Mach nicht einen auf Verbrennen. Ich muss mal kurz wieder den Game Booster öffnen. Die Eingabesperre machen. Und dann bin ich wieder hier. Also, das hier hat sich verändert. Ist aber nichts drin. Kann ich da das Regelbuch reintun? Okay. Verstehe, wann ist das aufgekreuzt? Hat sich jetzt hier noch irgendwas verändert oder nicht? Wieso? Da hat sich echt überhaupt nichts verändert. Ich verstehe es nicht. Ich blicke durch das Konzept nicht durch. Oder man kommt einfach nicht weiter. Mann, ey, ich mach das Feuer jetzt weg. Das stört mich. Das wird ja wohl noch erlaubt sein, das Feuer wegzumachen. So. Warte mal, was ist, wenn hier irgendwo was versteckt ist? Eine Schalkerkiste oder so, was man sonst nicht sieht. Die kann man ja gut verstecken. Oder es öffnet sich irgendwo was auf Zeit. Vielleicht ist das, doch, das ist ein Block, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn hier wenigstens was drin wäre. Da ist ja nicht mal ein Hebel oder sowas drin.
Unglaublich. Was? Wie kommst du denn dahin? So. Ist ja hier die Map genauso unnötig. Das reicht ja, wenn ich den Block hier wegmache. Hauptsache, ich komme raus, damit ich jetzt mal hier checke. Da ist noch ein Command-Block, okay. Hier sind noch Trichter. Okay. Die führen da rein. Bringt mir aber nichts, weil ich nicht an die Trichter ankomme, egal welchen Hebel ich. Das ist ja alles total versetzt. Ich meine, ich sehe ja, dass das da sein soll, aber es ist nicht an der richtigen Position. Die Map kann so gar nicht funktionieren. Deswegen ist das auch eigentlich unnötig. Aber gut, was soll ich sagen? Ich beende hier die Folge oder die Adventure Maps, weil ich habe beide ausprobiert und muss sagen, die sind auch nicht wirklich spielbar gewesen. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und bis dahin sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und damit ciao, bis zum nächsten Mal, euer HRD Gamer.